Es gibt eine Mode, die ist im Musikinstrumentenbau nicht mehr wegzudenken, und das sind die sogenannten Signature-Produkte. Ich möchte in diesem Video darüber sprechen, was sind Signature-Produkte, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass überhaupt ein Signature-Produkt entstehen kann. Warum haben so viele Firmen, so viele Artisten, aber nur wenige haben die Möglichkeit, ein Signature-Produkt zu bekommen? Warum werden Signature-Produkte produziert, aber sie landen nicht auf dem Markt? All das in diesem Video. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt doch bis zum Ende dran. Hallo zusammen, ich möchte heute mit euch oder für euch über die sogenannten Signature-Produkte sprechen. Und in diesem Video geht es darum, was sie überhaupt sind, wer bekommt sie und so weiter und so fort. Aber bevor ich das mache, möchte ich mich bei euch für die 100.000 Aufrufe bedanken. Also vielen herzlichen Dank für die 100.000 Aufrufe auf meinem Kanal. Es ist schneller gegangen, als ich jemals überhaupt gedacht habe. Und deswegen ein ganz, ganz fettes Dankeschön an euch, dass ihr das ermöglicht habt. Und ich bedanke mich wirklich fürs Anschauen meiner Videos. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt über zum eigentlichen Video. Ja, in diesem Video möchte ich über Signature Produkte sprechen, und ich fange mit dem Thema Nummer 1 an. Was sind Signature-Produkte? Nun, ein Signature-Produkt ist ein Produkt, das von einer Firma hergestellt wird, die mit Kooperation eines Musikers ein Produkt herstellt, das nach den Vorgaben des Musikers produziert wird. Das heißt, ein Musiker gibt gewisse Vorgaben vor, für das das Produkt hergestellt werden sein muss. Das kann entweder vollkommen nach seinem Vorgaben gebaut werden, oder es basiert auf einem gewissen Produkt, das die Firma herstellt, und wird dann ein wenig verändert, oder es handelt sich einfach nur um Kleinigkeiten, die verändert werden und dann als Signature-Produkt auf den Markt gebracht werden. Thema Nummer 2. Welche Voraussetzungen gibt es? Nun, die Voraussetzung, dass ein Signature-Produkt von einer Firma hergestellt werden, sind, dass erstens der Musiker einen Namen hat. Sprich, er muss in der Musikwelt bekannt sein. Das ist schon mal ganz, ganz, ganz wichtig, denn ohne Bekanntheitsgrad ist es auch nicht möglich, ein Signature-Produkt auf den Markt zu bringen. Darüber später mehr in diesem Video. Und wie gesagt, also der Bekanntheitsgrad spielt eine Rolle. Dann spielt auch eine Rolle, dass der Musiker Endorser ist für die Firma, also sprich Werbeträger für die Firma. Das heißt, man muss den Namen der jeweiligen Firmen immer wieder irgendwo sehen, sei es in Videos, sei es auf CD-Produktionen, was auch immer. Der Name einer Firma, in dem man Endorser ist, muss immer wieder präsent sein. Dann ist es auch wichtig, eine gewisse Loyalität zu einer Firma zu haben. Das heißt, dass man auch wirklich für den Namen dieser Firma steht und auch lange, lange mit dieser Firma zusammenarbeitet und lange, lange für diese Firma wirbt. Und somit kann es dann passieren, dass man dann irgendwann die Möglichkeit hat, ein Signature-Produkt produzieren zu lassen. Dann Thema Nummer 3. Warum gibt es so viele Musiker bei so vielen Firmen, die kein Signature-Produkt produziert bekommen? Nun, das liegt daran, dass die Musiker nicht
so bekannt sind. Sie sind zwar professionelle Musiker, sie verdienen durch Musik ihr Geld und sind auch Werbeträger für die Firma, aber sie haben einen geringen Bekanntheitsgrad und dadurch ist es nicht möglich, ein Signature-Produkt auf den Markt zu bringen. Es werden zwar die Produkte hergestellt, aber von der Firma nicht irgendwo vertrieben, sondern diese Musiker verkaufen ihre Produkte selbst irgendwo, sei es auf Konzerten, sei es irgendwo anders. Und deswegen landen auch tatsächlich nur ganz wenige Signature-Produkte auf den Markt. Und das ist wirklich sehr interessant. Also wie ich finde, das ist ganz, ganz, ganz interessant und diese Idee hat mich dazu geführt, auch dieses Video hier zu machen. Und ja, das ist wirklich ganz, ganz, ganz interessant und wichtig zu wissen. Also, man kann ein professioneller Musiker sein, man kann auch Endorsements haben. Aber durch den geringen Bekanntheitsgrad ist es nicht ganz möglich, dass die Produkte auf den Markt kommen. Und das liegt unter anderem auch in der Entscheidung von der Firma. Also wenn jetzt die Firma sagt, nee, wir bringen das Produkt nicht auf den Markt, dann ja, ist es so. Dann wird das Produkt nicht auf den Markt gebracht, sondern es wird von den Musikern selber zum Verkauf angeboten und dann zum Beispiel bei Konzerten dann verkauft oder übers Internet oder was auch immer werden dann diese Produkte verkauft, aber man kann sie nirgendwo anders finden und das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr spannend und auch wirklich sehr hoch interessant. Und ja, das finde ich halt sehr, wirklich sehr faszinierend. Ja, das war's also quasi auch schon mit diesem Video und ich möchte mich einfach nochmal herzlich bedanken bei euch für die 100.000 Aufrufe auf diesem Kanal. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Macht es gut. Ciao.